Jo Leute, herzlich willkommen zur neuen Part Pokémon Soul Silver. Heute geht es nun endlich in die Pokémon Liga hinein. Es war ein langer, steiniger Weg, aber nun in Part 33, müsste es zumindest sein, ja, Part 33, ist es endlich soweit, wir betreten die Pokémon Liga der Johto-Region und Kanto-Region, aber erstmal Johto. Zuvor muss ich natürlich nochmal Teamgurs zeigen, wie ihr sehen könnt. Habe ich ein kleines bisschen trainiert. Alle auf Level 46 gebracht. Zunächst einmal haben wir Blaze, da hat sich eigentlich nichts dran geändert. Vom Level her ist es halt jetzt auf Level 46. Ansonsten hat sich da attackenmäßig nichts getan. Jack hat noch das Holzkohle zum Verstärken der Feuerattacken und ja, das war's dann schon ansonsten. Dann haben wir noch Scudderborn, ebenfalls auf Level 46, unser Geldmagnet mit dem Münzamulett. Ich habe aber kein anderes Item gefunden. Jo, ansonsten hat sich da eigentlich auch nichts getan. Hat einen ziemlich guten Angriff mit 137. Sollte ganz gut Schaden austeilen können. Dann haben wir noch Keifel. Keifel hat endlich den Erdbeben erlernt. Ohne TM. Auf Level 40 hat es diese Attacke einfach so erlernt. Womit es uns auf jeden Fall nochmal deutlich besser helfen sollte. Ewiges Eisdeck ist immer noch, um Eissplitter noch ein bisschen mehr Schaden zu geben. Dann haben wir noch Lamus. Lamus habe ich mal kurz Ableitip beigebracht, damit es noch eine physische Attacke drauf hat. Und ich meine, Whirlpool, was will ich damit? Und mit Ableitip haben wir immer noch eine Attacke, womit es mal so KP regenerieren kann notfalls. Und das kann ja nicht schaden. Dann haben wir Ampharos. Ampharos hat Ampelleuchter erlernt. Und ja, ansonsten hat sich da eigentlich auch nichts getan. Ich denke mal, sollte uns halbwegs auch helfen können. Und zu guter Letzt haben wir noch Taubos. Taubos hat endlich mal eine stärkere physische Flugattacke erlernt. Nämlich den Flügelschlag. Auf Level 38, glaube ich. Und ja, das sollte eventuell auch noch was bringen. Leider hat es immer noch keine Rückkehr und sowas. Also eine stärkere Normalattacke, aber naja, egal. Kann man nichts machen und ja. Das ist nun unser Team, mit dem wir in die Pokémon-Liga gehen wollen. Also, los geht's. Direkt hinter diesem Eingang warten die Top 4 auf dich. Sie sind unglaublich stark. Wenn du hier erstmal durchgehst, gibt es kein Zurück mehr. Bist du bereit? Nimm deinen Mut zusammen und wage den Sprung ins kalte Wasser. Jo, das werden wir tun. Ja, hier hat es auch mal angefangen, dass die Gebiete der Pokémon-Liga, also der Top 4, halbwegs cool aussahen. So, du bist denn, nun bist du der erste der Top 4 und ja, wir sind bereit. Hallo, wer bist du? Willkommen in der Pokémon-Liga. Mein Name lautet Willy. Ich habe mich bei meinen Reisen um die Welt Tag und Nacht auf das Training dieser Psycho-Pokémon konzentriert. Und nun habe ich es endlich geschafft, unter die Top 4 zu kommen. Aber ich will noch viel stärker werden. Gegen dich verliere ich bestimmt nicht. Ja, das werden wir sehen, lieber Willy. Der gute Willy. Ja, irgendwie. Der Typ sieht aus wie so ein Dompteur oder sowas. Ich weiß ja auch nicht. Weil man hatte der gerade. Der hat nur vier. Nee, der hat fünf Pokémon, okay. Und er setzt mal U-Turn ein. Na gut, was will sein Xator großartig gegen Ampharos machen? Gut, wir sind jetzt natürlich für den Anfang erstmal ein kleines bisschen overlevelt. Ich meine, sein Pokémon ist auf Level 40, also allgemein die Liga ist zwischen 40 und ich hätte vielleicht Ampelleuchte sogar einsetzen sollen. Das wäre vielleicht sogar nochmal sinnvoller, weil es wäre sehr effektiv. So ein Lossana, das kann schon gefährlich werden. Und es, okay, wir sind aufgewacht, das ist super. Und damit sollte das Rosana jetzt eigentlich auch raus sein. Jo,
Rosana hält halt wirklich nicht viel aus. Es ist zwar relativ schnell und kann auch gut austeilen, aber es ist eine kleine Glaskanone. Also wirklich, bulky ist das Fien nicht. Ego-Trip. Ja, setzt halt Ego-Trip ein, ist mir doch egal. Mit Ladungsstoß kannst du uns jetzt auch nicht viel Schaden austeilen. Weil wir sind da doch ein bisschen immun gegen, als selber ein Elektro-Pokémon. Da so noch Non-Step von dir, Xatu. Nee, das teilt nicht gut Schaden aus. So, 2 von 5 sind schon mal draußen. Und Kokowai. Ja gut, gegen Kokowai setze ich mal Blaze ein. Das sollte eigentlich das Kokowai, da es ja auch nicht mal ein Alola Kokowai ist, ne? Da bin ich auch mal gespannt. Alola Kokowai. Das Teil wird gewiss irgendwie ganz lustig, aber wie stark es jetzt am Ende sein wird, bin ich ja mal gespannt. Aber das werden wir dann sehen, wenn die beiden Spiele erscheinen, neben Pokémon Sonne und Mond. Aber das normale Kokowai kann nichts gegen meinen Turnoptu ausrichten. Und zum Schluss kommt noch ein Lamus. Da sehe ich nur Ampharos ein. Ich glaube aber, Ampharos. Ja, ich glaube, das wird nicht für einen One-Hit ausreichen. Dafür könnte das Lamus uns sogar One-Hitten. Weil wir eben nur 61 KP haben. Ich könnte Ampharos heilen, aber nee. Bin zu faul, ich will Tränke sparen. Na, ganz knapp kein One-Hit, aber er setzt nur Fluch ein. Na gut, er wird jetzt wahrscheinlich heilen. Aber das ist mir gerade mal egal, dann haben wir einen Free Turn. Ah, wieso setze ich eigentlich Donnerschlag ein? Na gut, ist ja egal, es wäre dann so oder so ein Two-Hit. Mit Ladungsstoß, von daher kann ich ihm die restlichen KP mit dem Dönerschlag raushauen und so können wir ein paar Ladungsstoß-AP aussparen. Was ja auch nicht schaden kann. Und Lamus ist damit auch raus. Yay! Und noch ein Xatu. Das ist ja beinahe ein Ampharos-Sweep. Mit 42 Xatu. Okay, aber das sollte... Ja gut, Psychokinese könnte jetzt wehtun. Oh, Ampharos überlebt es sogar noch. Das ist super. Und damit sollte dieses Xatu jetzt eigentlich auch raus sein. Tut es auch. Das ist super. Damit erreicht Ampharos sogar noch ein Level Up. Das kann ja auch nicht schaden. Und damit wäre der erste Top 4 Mitglied, nämlich Willi, besiegt. Du magst mich besiegt haben, aber ich halte weiter an meinem Plan fest. Ich werde weiterkämpfen, bis ich besser bin als alle anderen Trainer. Schalte nun voran und lass dir vom Rest der Top 4 zeigen, wie gefährlich sie wirklich sind. Wenn du meinst, dass diese Typen gefährlich sind, ich glaub's ja irgendwie nicht. Aber das werden wir ja jetzt sehen, denn wir werden noch einen Top 4 Mitglied in diesem Part machen. Ich wollte ja 2 Top 4 Mitglieder in einem Part machen und ich will jetzt hier keinen 9-Minuten-Part bringen. Von daher werden wir hier... Na, ich glaube, gegen den setze ich sogar mal mit Blaze ein. Von daher machen wir jetzt noch weiter. Also, hallo, wer bist denn du? Hehehe, ich bin Koga von den Top 4, ein moderner Ninja. Mit herkömmlichen Kampfpraktiken werde ich mich nie zufrieden geben. Stattdessen ziehe ich es vor, Gegner zu verblüffen und dann zu vergiften. Die gefürchteten Attacken meiner Pokémon sind äußerst anpassungsfähig. Haha, Kraft allein macht noch kein gutes Pokémon. Und genau diese Lektion werde ich dir nun erteilen. Wenn du meinst, Koga, ich trinke nochmal ganz kurz was nebenbei. Ariados. Das sollte gegen Blaze eigentlich auch keine Chance haben. Weil Ariados hält jetzt nicht so viel aus. Und reicht auf jeden Fall für Bonne. Gut, dass wir mit Blaze geleadet sind. Fostelka, dein Ernst? Fostelka kann ja noch weniger ausrichten. Außer das hat Robustheit oder sowas.
Dann eventuell, aber eine Vierfachschwäche gegenüber einem Feuer-Pokémon. Ne? Das ist nicht gut. Okay, es hat keine Robustheit. Was hat ein Forstärker für Fähigkeiten? Weiß ich gar nicht. Ich setze Forstärker so selten ein. Gegen Slimog haben wir doch jetzt unser schönes Keifel mit seinem neu erlernten Erdbeben. Und ja, ich wollte eigentlich noch sagen, die Top 4 ist vom Level her auf Level 40 bis 50. Also zwischen 40 und 50. Der erste, halt Willy, das schwächste Pokémon ist auf Level 40. Und das vom Champ ist in etwa auf Level 50. Meine ich zumindest, das war da Level 50, meine schon. Oh, das ist der Giftschleim, okay. Gut, dass er jetzt nochmal heilt, war ja klar. Aber das ist mir Latte Macchiato. Ich setze jetzt einfach den Eissplitter ein, um ja nochmal ein paar KP Schaden anzurichten. Und mit Erdbeben werden wir dann den Rest raushauen. Wir sind sogar schneller als das Slimog. Okay, wir sind auf 4 Level drüber. Von daher ist das ja verständlich. Und Keifel sollte es jetzt eigentlich rausnehmen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Tut es auch, das ist super. Und damit wäre auch das Slimog draußen. Und Omot. Omot. Ja, da setze ich nochmal Blaze ein. Auch wenn Omot eventuell schneller sein könnte. Das wäre in der Tat möglich, aber Blaze ist ja eigentlich auch relativ schnell. Okay, wir sind schneller. Und ich denke mal, so ein Stab-Flammenwurf sollte sogar ausreichen für einen One-Hit. Tut es auch, das ist doch schön. Ja, ich denke mal, gut, der nächste wird jetzt eigentlich auch nicht so die große Herausforderung. Allerhöchstens der Champ, der wird vielleicht noch eine Herausforderung sein. So, ich will jetzt einfach mal Lamus einsetzen, weil Lamus hat immer noch keinen Auftritt. Okay, beim nächsten könnte Lamus einen Auftritt bekommen. Ja, ich glaube, beim nächsten wird Lamus einen Auftritt bekommen. Das wäre auf jeden Fall möglich. Und sein Pokémon ist schon auf Level 44. Oh nee, muss das sein? Doppelteam. Lamus, bitte sag mir, dass du das Two-Hit ist mindestens. Okay, ein Two-Hit. Und das ist der Giftschleim oder Überreste? Nee, Zitrobeere. Warte mal. Konfusion hat eine Stärke von 60 mit Stab. Ja gut, Konfusion ist stärker als Surfer. Das heißt, wir setzen noch einmal Konfusion ein. Mann, Lamus, du musst unbedingt Psychokinese lernen. Ich denke mal, eine Psychokinese hätte sogar für einen One-Hit ausgereicht. Okay, wir critten das einfach mal und damit nehmen wir es aus dem Spiel. Das ist super und damit wäre auch der zweite der Top 4 schon mal draußen. Nebenbei, Koga war in der ersten Generation noch ein Arena-Leiter. Kleiner Fakt am Rande. Ich habe mein gesamtes Arsenal an dir verpulvert, aber trotzdem verloren. Ich muss meinem Training in Zukunft mit sehr viel mehr Hinwendung nachgehen. Betritt nun den nächsten Raum und stelle dein Können weiter auf die Probe. Jo, das werden wir aber erst im nächsten Part machen. Ich habe ja gesagt, pro Part werde ich nur zwei Top 4 Mitglieder machen. Weil ansonsten wäre der Part eben zu lange. Wenn ich jetzt alle vier Top 4 Mitglieder in einen Part packen würde. Und zum Schluss den Champ, nee. Ich bleibe an der Linie treu und mache das so. Von daher würde ich sagen, das war's mit Pokémon Soul Silver für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Feedback da. Positiv oder negativ, bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei sein werdet, wenn wir die nächsten zwei Top 4 Mitglieder herausfordern. Nämlich Top 4 Mitglied 3 und 4. Und bis dahin, ciao ciao Leute.